Hallo Leute, hier erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID-Array eines ausgefallenen NAS-Geräts vom POMAIS Modell Smart Store NS4300N wiederherstellen können. Sie erfahren, wie Sie ein RAID erstellen, einen NAS-Ordner hinzufügen, einen FTP-Server aktivieren und Netzwerkzugriff konfigurieren. POMAIS Technologie bietet Produkte an, die von Verbrauchergeräten bis hin zu hochleistungsfähigen Speicherlösungen der Unternehmensklasse für Videosüberwachung, Rechenzentren, Cloud-Kampagnen und Multimedia-Anwendungen reichen. Was NAS betrifft, unterscheiden sie sich nicht wesentlich von ähnlichen Modellen anderer Hersteller. NAS-Speicher sind keine schlechte Lösung in Bezug auf die Sicherheit von Datenbeschädigung und Verlust, da sie auf der RAID-Technologie basieren. Obwohl RAID eine zuverlässige Methode zum Speichern von und zum Zugriff auf Daten darstellt, können NAS wie alle mechanischen Geräte ausfallen und sie verlieren Daten, wenn sie den Zugriff auf das Array verlieren. Häufige Ursachen für den Ausfall von NAS-Geräten sind der Ausfall von RAID-Controllern, der Ausfall mehrerer Laufwerke in einem RAID-Array, die fehlgeschlagene Wiederherstellung von Volumes, Serverausfälle, Administratorfehler und so weiter. Wenn ein NAS-Gerät ausfällt, bleiben die Daten zwar erhalten, aber ohne Software von Drittanbietern können Sie sie nicht wiederherstellen. Später im Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine NAS-Datenwiederherstellungssoftware auswählen. Lassen Sie uns zunächst durchgehen, wie man ein RAID-Array erstellt. Melden Sie sich bei der NAS-Verwaltungsoberfläche an und öffnen Sie unter RAID und Dateisystem auf der linken Seite RAID-Verwaltung. Wenn Sie die Einstellungen eines bestehenden RAIDs ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern. Hier können Sie den RAID-Level ändern und dem Array weitere Festplatte hinzufügen. Nachdem Sie die Einstellungen geändert haben, klicken Sie auf OK und der Migrationsprozess beginnt, was einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Um ein bestehendes RAID zu entfernen, öffnen Sie den Abschnitt Löschen, wählen Sie das zu entfernen RAID aus und klicken Sie auf OK. Geben Sie im Pop-up-Fenster Ja und drücken Sie zur Bestätigung erneut auf OK. Das Array wird gelöscht. Um ein neues zu erstellen, geben Sie auf die Registerkarte Erstellen, wählen Sie den RAID-Level, fügen Sie die Festplatte hinzu, aus denen das Array bestehen soll, und klicken Sie auf OK. Wenn Sie fertig sind, können Sie mit der Konfiguration fortfahren. Sehen wir uns nun an, wie man einen neuen Netzwerkfreigabeordner hinzufügt. Öffnen Sie dazu unter Datei und Druck die Einstellung Dateifreigabe. Gehen Sie hier auf die Registerkarte Erstellen, wählen Sie das Volumen aus, aus dem es erstellt werden soll, geben Sie ihm einen Namen und kreuzen Sie das Kettchen neben den Dateisystemen an, in denen es verwendet werden soll. Und bestätigen Sie dann die vorgenommenen Einstellungen mit OK. Der neue Ordner wurde erfolgreich hinzugefügt. Aktivieren Sie nun den FTP-Server und richten den Netzwerkzugang ein. Öffnen Sie dazu den Abschnitt Netzwerkzugriffseinstellungen. Wählen Sie hier das Volumen und den Ordner aus, für den Sie die Berechtigung konfigurieren möchten, und legen Sie die entsprechende Berechtigung fest. OK. Als nächstes müssen Sie die Dienste für den Netzwerkfestplattenzugriff aktivieren. Öffnen Sie die Protokollverwaltung und aktivieren Sie hier die gewünschten Dienste, indem Sie einfach auf Aktivieren klicken. Für weitere Konfigurationen öffnen Sie die entsprechende Registerkarte. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie eine Verbindung zum NAS herstellen und Daten auf das Laufwerk schreiben. Dieses Modell verfügt nicht über eine Netzwerkpapierkorb-Funktion. Wenn Sie also versehentlich Dateien löschen, können Sie diese nicht einfach aus dem Papierkorb zurückholen.
Wenn Sie versandte Dateien von einem NAS-Gerät löschen, ein Laufwerk formatieren, ein Laufwerk falsch konfigurieren oder anderweitig Daten verlieren oder den Zugriff auf ein Netzlaufwerk verlieren und einen RAID-Array beschädigen, kann ein spezialisiertes Datenwiederherstellungsprogramm Ihnen helfen, Ihre Informationen wiederherzustellen. Das liegt daran, dass die meisten NAS-Geräte mit einer angepassten Version von Linux laufen und die Festplatten mit dem XT-Dateisystem formatiert sind. Und dass die RAID-Systeme der meisten Geräte auf zwei Technologien basieren, MDMDM und LVM. Und wenn Sie direkt an einen Windows-PC angeschlossen sind, können Sie nicht gelesen werden. Um Festplatten zu lesen und Informationen von Ihnen abzurufen, verwenden Sie ein bewährtes NAS-Datenwiederherstellungstool Hetman RAID Recovery. Es unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme, RAID-Technologien und RAID-Typen und kann in den meisten Fällen das zerstörte RAID automatisch wiederherstellen. Um Daten von den Laufwerken abzurufen, entfernen Sie diese auf einen nicht funktionierenden NAS-Gerät und schließen Sie sie an einen Windows-Computer an. Sobald das System hochgefahren ist, öffnen Sie die Datenträgerverwaltung und prüfen Sie, ob die Festplatten im System erkannt werden. Das Betriebssystem kann Sie auffordern, die Laufwerke zu initialisieren oder zu formatieren, um auf sie zuzugreifen. Tun Sie dies auf keinen Fall, da dadurch die verbleibenden Informationen vollständig überschrieben werden können. Hetman RAID Recovery erkennt die Laufwerke automatisch, subtrahiert Serviceinformationen von ihnen und setzt das zerstörte RAID wieder zusammen. Die Software hat den RAID-Array erkannt und zeigt ihn oben im Festplattenmanager an. Es wird ein einzelnes gemeines Laufwerk angezeigt und die Partitionen werden unten angezeigt. Aufgrund der Besonderheiten des RAID-Erstellung bei diesem NAS-Typ zeigt die Software die Partitionen in einer separaten Zeile RAID-Partitionen an. Diese Partition ist auf dem XT3-Dateisystemen aufgebaut. Wenn es dem Programm gelungen ist, das Dateisystem dieser Partition zu ermitteln, können Sie sie mit einem Schnellscan analysieren, was viel weniger Zeit in Anspruch nimmt als eine vollständige Analyse. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition, öffnen, um die Dateisuche zu starten. Wählen Sie dann die Art der Analyse aus. Wenn das Array korrekt aufgebaut ist, ist ein Schnellscan verfügbar. Klicken Sie auf Weiter, um die Suche nach verlorenen Dateien zu starten. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist und klicken Sie dann auf Fertigstellen, um zu den Suchergebnissen zu gelangen. Wenn Sie sich die Ergebnisse ansehen, können Sie feststellen, dass die Software alle Dateien gefunden hat, die auf diesem Array aufgezeichnet wurden. Alle gelöschten Dateien sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Die anderen sind die, die auf den Laufwerken des Arrays verblieben sind. Zum Wiederherstellen wählen Sie die Dateien aus, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie das Laufwerk aus, auf dem Sie die Dateien speichern möchten und geben Sie den Ordner an, den Sie wiederherstellen möchten, dann Wiederherstellen und fertig. Wechseln Sie dann zu dem angegebenen Pfad und suchen Sie nach Dateien. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat, stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss!